Endlich hatte Coco ein Spiel gefunden, das Hector mit ihm spielen wollte. Hey, mein Junge, du hast ja richtigen Spaß mit dem Ball und deinem Freund Coco. Naja, Hector spielte eigentlich gar nicht. Er versuchte sich vielmehr als Torwart, um seine ordentliche Eingangshalle zu schützen. Diese Aufgabe wurde ihm allerdings durch den Beginn der Flohsaison erheblich erschwert. Oh, oh, es ist soweit. Die ersten Flöhe in diesem Jahr. Ich werde sofort Flohseife kaufen gehen. Du bewachst den Eingang. Hallo, guten Tag, Coco. Wiedersehen, Hector. Endlich kam Hector an die juckende Stelle heran. War das ein herrliches Gefühl. Bis er plötzlich sah, dass er keine Uniform mehr anhatte. Das war wirklich vollkommen würdelos. Er musste sein Halsband wiederfinden. Oh, hast du etwa vor, dieses schmutzige Wasser zu trinken? Oh, das ist aber traurig. Kein Halsband. Ach, du armes Hundchen, du hast kein Zuhause. Jetzt hat dein Straßenleben ein Ende. Ich werde dir sauberes Wasser und ein liebevolles Zuhause besorgen. Hey, fang auf! Hector war verschwunden. Er hatte seinen Posten bisher noch nie verlassen. Wer war diese Frau und wohin brachte sie Hector? Cecily, ich habe wieder einen armen Streuner gefunden, dem wir hier ein schöneres Leben bieten können. Hector konnte nicht begreifen, warum diese nette Dame ihn an einen so scheußlich aussehenden Ort gebracht hatte. Oh, was bist du denn für ein hübscher Kerl? Und du siehst so würdevoll aus. Nun, vielleicht war es hier doch gar nicht so schlecht. Vor allem war diese Frau sehr schick angezogen. Keine Sorge, wir werden ein neues Zuhause für dich finden, wo du alles bekommen wirst, was du dir je gewünscht hast. Hector wünschte sich nur eins, hier herauszukommen und dahin zurückzukehren, wo er hingehörte. Hector war noch nie so glücklich gewesen, Coco zu sehen. Es war ziemlich offensichtlich, dass er nach Hause wollte. Es wurde ein Dackel auf der Straße gefunden. Cecily, seit wann haben wir hier einen Affen? Einen was? Oh, hier gibt es keinen Affen. Coco, hast du schon deine Spielsachen? Eingeräumt?
Großartig, das ging aber schnell. Na ja, wenn du deine 1000 Sachen nicht mehr verstauen kannst, solltest du wohl besser ein paar verschenken, um Platz zu schaffen. Hey, ich habe eine Idee. Holen wir uns doch Obstkisten, die kann man gebrauchen, wenn man Ordnung machen will. Coco war nicht sicher, dass die Obstkisten helfen würden. Aber es gefiel ihm, dass sie nach Äpfeln rochen. Auf die Plätze. Fertig. Los! Stopp! Weiter so, mein Sohn. Du hast deinen persönlichen Rekord um 2 Sekunden verbessert. Aber Coco wird beim Wettkampf wohl kaum als Ware zählen. Entschuldige, ich habe einfach alles eingepackt, was auf dem Tisch lag. Ich trainiere für die Endausscheidung der Tütenpack-Olympiade am Samstag. Wenn er so in Form bleibt, könnten wir endlich Primamarkt schlagen. Sie haben 3 Jahre hintereinander gewonnen. Für sein Spielzeug könntest du Coco zeigen, wie man ordentlich einpackt. Na klar, ich kann dir zeigen, wie das geht, Coco. Und du könntest mir helfen, indem du meine Zeit mit der Stoppuhr misst. Wenn du hier drückst, zählt sie die Sekunden. Drückst du noch einmal drauf, hält sie an. Und den drückst du, um sie wieder zurückzustellen. Okay, sei ein braver kleiner Affe und pass gut auf. Coco war sich ganz sicher, dass all diese Dinge nicht in eine Tüte passen würden. Die Uhr läuft, ich weiß. Oh, ich hasse Schinken in Dosen. Obwohl er gut schmeckt. Sind die Dosen der Albtraum jedes Einpackers. Was für eine seltsame Form. Sie ist kurz und lang und rund und flach. Sie ist die Bestie unter den Fleischkonserven. Schinken in Dosen sollte echt deine letzte Sorge sein. Hallo, Rodney. Ich habe eine neue Technik, Fleischkonserven einzupacken. Davon wird dir schwindlig im Kopf. Willst du sehen, was Schnelligkeit ist? Komm, Coco. Ich werde lieber von hier aus zusehen, sonst hält man mich noch für einen Angestellten von eurem Pifki-Laden. Eine üble Verstauchung, aber in einer Woche ist alles wieder vergessen. Aber am Wochenende ist der Wettkampf. So ein Jammer. Ich hatte mich schon so darauf gefreut, dich zu besiegen. Wieso bist du in die Praxis gekommen? Die Konkurrenz liegt mir eben am Herzen, aber es sieht so aus, als hätte ich gar keine. Es gibt noch einen Einpacker, der dich besiegen könnte, selbst wenn man ihm 3 Hände auf dem Rücken zusammenbindet. Was? Etwa der Affe? Coco hat bei uns im Laden gearbeitet. Also kann er auch für uns beim Wettkampf antreten. Naja, ich... Na, wenn ihr meint... Du wirst üben müssen. Aber ich werde dir alles beibringen. Machst du mit? Wo immer Coco hinging, war er auf der Suche nach interessanten Dingen. Aber manchmal war es sein Freund, der Mann mit dem gelben Hut, der sie zuerst sah. Sieh mal, Coco, ein Frosch! Mach doch nichts. Beobachte den Teich weiter. Ribbit, ribbit,
Na sowas. Sie sind ein richtiges Talent. Jetzt übertreiben Sie aber, das würde ich nicht sagen. Nun, ich schon. Sie müssen morgen unbedingt bei unserer großen Talentshow auftreten. Was? Ich? Auf einer Bühne und vor Publikum? Nein, das kann ich nicht. Ich leide unter Lampenfieber. Ach, Unsinn, Sie werden umwerfend sein. Und wie steht's mit dir? Hast du auch ein besonderes Talent? Hey, Coco, machst du bei der Show mit? Toll, dann kannst du mir ja helfen. Ich mach die Nummer mit den Seilen, Falltüren und Vorhängen. Also, hilfst du mir? Wir werden sicher ein ausverkauftes Haus haben. Hier. Die Probe fängt gerade an. Komm mit, ich zeig dir, wo es lang geht. Das hier sind die Seile. Unsere Arbeit ist die wichtigste. Ohne uns geht der Vorhang nicht hoch. Mit anderen Worten, es findet keine Vorstellung statt. Und im Theater gibt es ein wichtiges Gesetz. Das heißt, die Show muss weitergehen. Dieses Seil läuft über diese Rolle zu einer anderen Rolle und wieder hinunter, damit man das Bühnenbild rauf und runter bewegen kann. Wir Bühnenarbeiter nennen das Kulisse. Die Nummern unter den Kulissen entsprechen den Nummern unter den Seilen. Du löst das Seilschloss, dann ziehst du am Seil. Aber achte darauf, dass du vorher die Gegengewichte festgemacht hast, denn sonst... sonst passiert genau das. Die Show wird eröffnet mit Sprint. Sie wird ihren exzellenten Kantanz aufführen. Durch diese Hebel hier bewegen sich Drähte, die verschiedene Riegel bedienen, die die Falltüren öffnen, durch die wir dann Sachen verschwinden lassen können. Das Falltürensystem funktioniert folgendermaßen. Siehst du die Kästchen? Aha. Du zählst 1, 2, 3 von links nach rechts. Und dann A, B, C von vorn nach hinten. Oh, vorsichtig. Nicht so schlimm, ist nichts passiert. Dafür sind ja die Proben da. Es ist nur sehr wichtig, dass wir heute Abend bei der Vorstellung keinen Mist bauen. Okay, mit diesem blauen Seil öffnen und schließen wir den Vorhang. Siehst du, es führt zu diesen Seilrollen hinauf und es ist mit dem Vorhang verbunden. Hab keine Angst, probier's mal. Perfekt. Ah, ich sehe schon. Dieser Einsatz ist der schwierigste. Zuerst drücke ich auf diesen Knopf, um die Konfettikanone abzufeuern. Danach schließt du den Vorhang. Ich öffne Falltür 2b, damit Frau Renkins Requisiten unter der Bühne verschwinden können. Während du Kulisse 4 nach oben ziehst. Und schließlich werde ich den Vorhang für den letzten Akt öffnen, verstanden? Coco glaubte, dass sein liebstes Obst und Gemüse vom Supermarkt kommen würde. Ich hatte gerade überlegt, ob ich eine Gemüsesuppe kochen soll. Aber das hat mich dann auf Appetitos frische Gemüsesuppe gebracht. Und seine Spinat-Ravioli. Denkst du, was ich gerade denke? Minestrone mit extra viel Karotten und Spinat-Ravioli für 2. Betty, halt! Nimm Ihre Bestellung nicht entgegen!
Stimmt etwas nicht, Chefkoch Appetito? Ob etwas nicht stimmt, oh ja. Ich kann zurzeit weder Karotte noch Spinat anbieten. Ich, Appetito, habe nicht genug von meinem Gemüse geerntet. Wie wär's, mein Lieber, wenn du einfach irgendwo welches kaufen würdest? Aber ich möchte sie nicht warten lassen. Keine Sorge, auf ihr frisches Gemüse würden wir die ganze Nacht warten. Aha. Naja, darum sind wir hier. Stimmt's? Hilfst du mir etwas Gemüse zu ernten oben auf dem Dach, Coco? Na komm, komm. Hatte er Dach gesagt? Holte man das Gemüse nicht in einem Supermarkt? Andere Gemüse wachsen auf Feldern weit, weit weg und reisen dann zu einem Geschäft, wo sie herumliegen, bis du sie kaufst. Aber mein Lieblingsgemüse wächst hier. Er kommt in meine Küche und landet am selben Tag in deinem Bauch. Coco konnte hier nirgends Karotten entdecken. Karotten kommen aus der Erde. Unkraut. Unkraut, ja, Monster Rosso, Unkraut ist böse, es wird mich ruinieren. Sieh nur, Coco, dieses Unkraut saugt das Wasser und die Nährstoffe aus dem Boden, die mein Gemüse so dringend zum Wachsen braucht. Wenn mein Gemüse nicht wachsen kann, ist mein Essen nicht appetitofrisch. Und wenn es das nicht ist, werde ich den Laden schließen. Ja, ich werde mein Restaurant schließen, bevor ich zulasse, dass irgendjemand denkt, dass Appetitos Essen nicht das Beste ist, was er je gegessen hat. Ich muss dieses Unkraut ausreißen, aber nachdem ich den ganzen Tag so hart gearbeitet habe, bin ich zu müde, um das auch noch alles zu schaffen. Coco konnte nicht aufhören, über Appetitos Problem nachzudenken. Nachdem er den ganzen Tag schwer gearbeitet hatte, war er zu müde, um seine Arbeit fertigzustellen. Ich hab mir schon gedacht, dass du nicht zuhörst. Ich fang noch mal an. Der Schuster und die Heinzelmännchen. Es war einmal ein Schuster, der, nachdem er den ganzen Tag schwer gearbeitet hatte, zu müde war, um seine Arbeit fertigzustellen. Für die letzten Schuhe bin ich einfach zu müde, dachte er. Aber wenn ich es nicht schaffe, werden meine Kunden nur einen Schuh haben und zu einem anderen Schuhmacher laufen. Trotzdem, er konnte nicht mehr wach bleiben. Und während er schlief, geschah etwas Seltsames. Es kamen kleine Heinzelmännchen und erledigten die Arbeit für ihn. Als der Schuster erwachte, wusste er nicht, wie die Schuhe fertig geworden waren. Coco überlegte, ob auch ein kleiner Affe ein Heinzelmännchen für einen Chefkoch sein könnte. Als allererstes machte sich Coco am nächsten Morgen daran, in geheimer Heinzelmännchen-Mission Unkraut zu jäten. Coco buddelte jedes hässliche grüne Ding aus, das er sah. Es waren 3 Säcke voll. Hallo, Coccolino! Möchtest du mir helfen, das frische Gemüse für das heutige Essen zu holen? Jetzt kam der Moment, wo Heinzelmännchen Coco sehen konnte, wie glücklich er den Koch gemacht hatte. Ich hab ihn ruiniert! Es ist alles fort. Das Unkraut und mein ganzes Gemüse. Was soll ich nur kochen? Coco waren die immer gleichen Frosch- und Schiffrennen in der Badewanne langweilig geworden. Er brauchte neues Badewannenspielzeug. Bist du mit deinem Bad fertig? Nun, dann geh bitte wieder in die Wanne zurück. Du machst hier alles nass. Das war Kokos Krimskramskiste voller Sachen, mit denen er noch nie in der Wanne gespielt hatte. Hey.
Es war nichts dabei, was man für einen ordentlichen Affenbadewannenspaß gebrauchen konnte. Dieses enttäuschende Bad war zu Ende. Ein paar von den Sachen bewegten sich von selbst. Es war doch gutes Badewannenspielzeug. Coco wusste nicht, wie er diese lustigen Sachen wieder aus dem Abfluss bekommen sollte. Es war mit dem Wasser abgeflossen, also musste es logischerweise, wenn er neues Wasser einließ, wieder hochgespült werden. Du meine Güte! Einen Augenblick, Coco. Das Wasser steigt in der Spüle hoch und ich weiß nicht warum. Im Badezimmer auch? Oh nein, da rufe ich wohl besser den Klempner an. Coco mochte es, wenn Herr Knie, der Klempner, zu ihnen kam. Er hatte den besten Werkzeugkoffer, den Coco je gesehen hatte. Sie wiederzusehen, Herr Knie. Ach ja? Komischerweise werde ich immer nur dann gerufen, wenn es Probleme gibt. Ach, es wäre schön, wenn mal jemand anriefe, um zu sagen, hallo, kommen Sie doch mal auf den Keks vorbei. Hätten Sie denn gerne einen Keks? Ja, schon. Aber ich bin hier, um zu arbeiten. Wo befindet sich das Hauptwasserabsperrventil? Hier, unten im Keller. Führ ihn hin, Hector. Du kannst gern zusehen, falls du neugierig bist. Diese Rohre hier führen zu allen Wohnungen in eurem Haus. Einige bringen das Wasser herein und andere lassen es wieder abfließen. Mit diesem Hauptwasserventil kann man das Wasser für das ganze Haus an- oder abstellen. So. Jetzt ist bei allen Mietern das Wasser abgestellt, bis ich es wieder anstelle. Das ist so ähnlich, als würde man Superkräfte haben. Und damit kann ich Verstopfungen auflösen. Da ist nichts. Verstopfungen können schwer zu fassende und geheimnisvolle Gegner sein. Der Saugstopfer drückt und saugt das Wasser an. So spült er das Rohr frei. Ah, ich hab's. Bis dahin und nicht weiter. Verstopfung lokalisiert. Es sah aus wie der perfekte Tag für eine lange Wanderung im Naturschutzgebiet. Na, wohin des Wegs? Zum Aussichtshügel. Ich muss 5 Bilder für meinen Kunstkurs zeichnen. Und ich muss meine Sammlung sommergrüner Blätter vervollständigen. Ich verstehe. Ein Sammelalbum für einzelne Blätter. Eins hätte ich schon mal geschafft. Oh, heute wird ein großartiger Tag werden. Der Karte nach führt der Weg dort entlang. In Ordnung. Coco? Es gibt Tage, an denen wollen selbst die neugierigsten Affen einfach nur da sitzen und malen. Komm, gehen wir. Ich verspreche dir, dass du Wandern aufregend finden wirst. Ich wünsche fröhliches und sicheres Wandern. Da wir gerade von Sicherheit sprechen, Sie haben doch Essen, Streichhölzer, Erste-Hilfe-Kasten und ein Seil dabei, oder? Alles da drin. Gut, ich habe die Karte. Jeder von uns hat Wasser,
Und eine Pfeife für den Fall, dass wir Alarm schlagen müssen. Großartig. Eine Weißbirke. Können wir hier einen Moment bleiben? Natürlich. Ich hätte gleich mein zweites Motiv. Wie konnte sich jemand nur derartig über Bäume freuen? Fertig. Du auch? Gehen wir weiter? Ja. Coco! Wanderer nehmen alles wieder mit, was sie mitgebracht haben. Oder sie werfen es in einen Abfalleimer. Wir gehen nach da. Gut. Cool. Coco. Sieh mal hier. Da war eben ein Biber direkt hier. Du hast ihn gerade verpasst. Das könnte doch auch ein nettes Bild werden. Einen Biber zu sehen, könnte aufregend sein. Dieser Biber konnte ja schließlich nicht für immer unter Wasser bleiben. Fertig! Hast du noch Biber gesehen? Sie müssen in ihrer Burg sein. Diese Erhebung da ist ihr Haus. Aber der Eingang liegt unter Wasser. Tut mir leid, Coco. Wir wollen weitergehen. Wandern musste ein anderes Wort für Enttäuschung sein. Coco! Nach rechts. Bill fand seltene Blätter. Der Mann mit dem gelben Hut zeichnete. Aber Coco sah nichts, was er nicht auch zu Hause hätte sehen können. Aussicht. Wir sind am Ziel. Hier bleiben wir ein Weilchen und wandern dann zurück. Das hatte er völlig vergessen. Sie würden den ganzen Weg wieder zurückgehen müssen. Der Hut des Mannes mit dem gelben Hut war etwas Besonderes. Aber was machte ihn nur so besonders? Komm, Coco, beeil dich. Ich setze nur noch meinen Hut auf und dann können wir uns auf den Weg machen. Hä? Oh, was? Okay, Coco, das war zwar sehr lustig, aber du kennst die Regel. Niemand darf mit meinem gelben Hut spielen. Coco hatte den gelben Hut wirklich sehr gern. Und seine Mütze war einfach nichts Besonderes. Ich möchte sie gern zurückgeben. Sie war gelb, aber nach nur einem Mal waschen war sie orange. Ich muss eine Rede halten und es würde mich beruhigen, wenn alles an mir gelb ist. Du hättest wohl gern einen Hut, Coco. Und welcher gefällt dir am besten? Coco wollte einen großen, gelben Hut. Aber so einen gab es nur einmal auf der Welt.
Du könntest sie ausprobieren, bis du einen findest, mit dem du dich am wohlsten fühlst. Und so begann Coco mit seiner Suche nach der richtigen Kopfbedeckung. Hey, wo steckt Coco denn heute? Ich hab dich gar nicht erkannt. Das ist kein Hut für einen Affen aus der Stadt. Einige Hüte sind passend für manche Leute und andere eben nicht. Kokos Freunde fanden keine einzige seiner Kopfbedeckungen schön. Die richtige Kopfbedeckung zu finden war nicht einfach. Was machte den gelben Hut so großartig? Er machte einfach Spaß. Coco, ich brauche den Hut bei einem wichtigen Vortrag im Museum. Also spiele bitte nicht damit. Das war es, was Coco wollte. Ein Spaßhut, mit dem er spielen konnte. Coco wollte, dass sein Spaßhut mehr als ein normaler Hut wäre. Für die Form benutzte er seine Baseballkappe. Er würde eine Öffnung brauchen. Denn das würde sein Eisnaschfenster sein. Also, das machte Spaß. Aber es machte keinen Spaß, wenn er oben am Kopf zu frieren begann und dann auch noch alles schmolz und herauslief. Um diese Probleme zu lösen, benutzte Coco beim nächsten Mal dicke Bastelpappe. Und Rosinen statt Eis, um sich einen spaßigen, gesunden Snackhut zu bauen. Coco waren die immer gleichen Frosch- und Schiffrennen in der Badewanne langweilig geworden. Er brauchte neues Badewannenspielzeug. Bist du mit deinem Bad fertig? Nun, dann geh bitte wieder in die Wanne zurück. Du machst hier alles nass. Das war Kokos Krimskramskiste voller Sachen, mit denen er noch nie in der Wanne gespielt hatte. Es war nichts dabei, was man für einen ordentlichen Affenbadewannenspaß gebrauchen konnte. Dieses enttäuschende Bad war zu Ende. Ein paar von den Sachen bewegten sich von selbst. Es war doch gutes Badewannenspielzeug. Ah!
Coco wusste nicht, wie er diese lustigen Sachen wieder aus dem Abfluss bekommen sollte. Es war mit dem Wasser abgeflossen, also musste es logischerweise, wenn er neues Wasser einließ, wieder hochgespült werden. Du meine Güte! Einen Augenblick, Coco. Das Wasser steigt in der Spüle hoch und ich weiß nicht, warum. Im Badezimmer auch? Oh nein, da rufe ich wohl besser den Klempner an. Coco mochte es, wenn Herr Knie, der Klempner, zu ihnen kam. Er hatte den besten Werkzeugkoffer, den Coco je gesehen hatte. Sie wiederzusehen, Herr Knie. Ach ja? Komischerweise werde ich immer nur dann gerufen, wenn es Probleme gibt. Ach, es wäre schön, wenn mal jemand anriefe, um zu sagen, hallo, kommen Sie doch mal auf den Keks vorbei. Hätten Sie denn gerne einen Keks? Ja, schon. Aber ich bin hier, um zu arbeiten. Wo befindet sich das Hauptwasserabsperrventil? Hier, unten im Keller. Führ ihn hin, Hector. Du kannst gern zusehen, falls du neugierig bist. Diese Rohre hier führen zu allen Wohnungen in eurem Haus. Einige bringen das Wasser herein und andere lassen es wieder abfließen. Mit diesem Hauptwasserventil kann man das Wasser für das ganze Haus an- oder abstellen. So. Jetzt ist bei allen Mietern das Wasser abgestellt, bis ich es wieder anstelle. Das ist so ähnlich, als würde man Superkräfte haben. Und damit kann ich Verstopfungen auflösen. Da ist nichts. Verstopfungen können schwer zu fassende und geheimnisvolle Gegner sein. Der Saugstopfer drückt und saugt das Wasser an. So spült er das Rohr frei. Ah, ich hab's. Bis dahin und nicht weiter. Verstopfung lokalisiert. Wo immer Coco hinging, war er auf der Suche nach interessanten Dingen. Aber manchmal war es sein Freund, der Mann mit dem gelben Hut, der sie zuerst sah. Sieh mal, Coco, ein Frosch! Mach doch nichts. Beobachte den Teich weiter. Ribbip, ribbip. Na sowas. Sie sind ein richtiges Talent. Jetzt übertreiben Sie aber, das würde ich nicht sagen. Nun, ich schon. Sie müssen morgen unbedingt bei unserer großen Talentshow auftreten. Was, ich? Auf einer Bühne und vor Publikum? Nein, das kann ich nicht. Ich leide unter Lampenfieber. Ach Unsinn, Sie werden umwerfend sein. Und wie steht's mit dir? Hast du auch ein besonderes Talent? Hey Coco, machst du bei der Show mit? Toll, dann kannst du mir ja helfen. Ich mach die Nummer mit den Seilen, Falltüren und Vorhängen. Also, hilfst du mir? Wir werden sicher ein ausverkauftes Haus haben. Hier. Die Probe fängt gerade an. Komm mit, ich zeig dir, wo es lang geht. Das hier sind die Seile. Unsere Arbeit ist die wichtigste. Ohne uns geht der Vorhang nicht hoch. Mit anderen Worten,
Es findet keine Vorstellung statt. Und im Theater gibt es ein wichtiges Gesetz. Das heißt, die Show muss weitergehen. Dieses Seil läuft über diese Rolle zu einer anderen Rolle und wieder hinunter, damit man das Bühnenbild rauf und runter bewegen kann. Wir Bühnenarbeiter nennen das Kulisse. Die Nummern unter den Kulissen entsprechen den Nummern unter den Seilen. Du löst das Seilschloss, dann ziehst du am Seil. Aber achte darauf, dass du vorher die Gegengewichte festgemacht hast, denn sonst... Sonst passiert genau das. Die Show wird eröffnet mit Sprint. Sie wird ihren exzellenten Kantanz aufführen. Durch diese Hebel hier bewegen sich Drähte, die verschiedene Riegel bedienen, die die Falltüren öffnen, durch die wir dann Sachen verschwinden lassen können. Das Falltürensystem funktioniert folgendermaßen. Siehst du die Kästchen? Aha. Du zählst 1, 2, 3 von links nach rechts. Und dann A, B, C von vorn nach hinten. Oh, vorsichtig. Nicht so schlimm, ist nichts passiert. Dafür sind ja die Proben da. Es ist nur sehr wichtig, dass wir heute Abend bei der Vorstellung keinen Mist bauen. Okay, mit diesem blauen Seil öffnen und schließen wir den Vorhang. Siehst du, es führt zu diesen Seilrollen hinauf und es ist mit dem Vorhang verbunden. Hab keine Angst, probier's mal. Perfekt. Ah, ich sehe schon. Dieser Einsatz ist der schwierigste. Zuerst drücke ich auf diesen Knopf, um die Konfettikanone abzufeuern. Aha. Danach schließt du den Vorhang. Aha. Ich öffne Falltür 2b, damit Frau Renkins Requisiten unter der Bühne verschwinden können. Aha. Während du Kulisse 4 nach oben ziehst. Aha. Und schließlich werde ich den Vorhang für den letzten Akt öffnen, verstanden? Coco, hast du schon deine Spielsachen? Eingeräumt? Großartig, das ging aber schnell. Na ja, wenn du deine 1000 Sachen nicht mehr verstauen kannst, solltest du wohl besser ein paar verschenken, um Platz zu schaffen. Hey, ich habe eine Idee. Holen wir uns doch Obstkisten. Die kann man gebrauchen, wenn man Ordnung machen will. Coco war nicht sicher, dass die Obstkisten helfen würden. Aber es gefiel ihm, dass sie nach Äpfeln rochen. Auf die Plätze. Fertig. Los! Stopp! Weiter so, mein Sohn. Du hast deinen persönlichen Rekord um 2 Sekunden verbessert. Aber Coco wird beim Wettkampf wohl kaum als Ware zählen. Entschuldige, ich habe einfach alles eingepackt, was auf dem Tisch lag. Ich trainiere für die Endausscheidung der Tütenpack-Olympiade am Samstag. Wenn er so in Form bleibt, könnten wir endlich Primamarkt schlagen. Sie haben 3 Jahre hintereinander gewonnen. Für sein Spielzeug könntest du Coco zeigen, wie man ordentlich einpackt. Na klar, ich kann dir zeigen, wie das geht, Coco. Und du könntest mir helfen, indem du meine Zeit mit der Stoppuhr misst. Wenn du hier drückst, zählt sie die Sekunden. Drückst du noch einmal drauf, hält sie an.
Und den drückst du, um sie wieder zurückzustellen. Okay, sei ein braver kleiner Affe und pass gut auf. Coco war sich ganz sicher, dass all diese Dinge nicht in eine Tüte passen würden. Oh, die Uhr läuft, ich weiß. Oh, ich hasse Schinken in Dosen. Obwohl er gut schmeckt. Sind die Dosen der Albtraum jedes Einpackers? Was für eine seltsame Form. Sie ist kurz und lang und rund und flach. Sie ist die Bestie unter den Fleischkonserven. Schinken in Dosen sollte echt deine letzte Sorge sein. Hallo, Rodney. Ich habe eine neue Technik, Fleischkonserven einzupacken. Davon wird dir schwindlig im Kopf. Willst du sehen, was Schnelligkeit ist? Komm, Coco. Ich werde lieber von hier aus zusehen, sonst hält man mich noch für einen Angestellten von eurem Pifki-Laden. Eine üble Verstauchung, aber in einer Woche ist alles wieder vergessen. Aber am Wochenende ist der Wettkampf. So ein Jammer. Ich hatte mich schon so darauf gefreut, dich zu besiegen. Wieso bist du in die Praxis gekommen? Die Konkurrenz liegt mir eben am Herzen, aber es sieht so aus, als hätte ich gar keine. Es gibt noch einen Einpacker, der dich besiegen könnte, selbst wenn man ihm drei Hände auf dem Rücken zusammenbindet. Was? Etwa der Affe? Coco hat bei uns im Laden gearbeitet. Also kann er auch für uns beim Wettkampf antreten. Naja, ich... Na, wenn ihr meint... Du wirst üben müssen. Aber ich werde dir alles beibringen. Machst du mit? Zuerst brauchte er jemanden, der die Frauen ablenken konnte. Zweitens brauchte er jemanden, der diesen Käfig aufkriegte. Wenn einer diesen Käfig öffnen konnte, dann Chaki. Der Fluchtspezialist unter den Hunden. Als nächstes musste er den Hektor-Fluchtplan seinem Expertenteam erklären. Er zeigte ihnen, wo sich die Käfige befanden. Und in welchem Hektor war. Das Flohbad hat dir gefallen, was? Dich muss es ja schlimm gejuckt haben. Phase 1, die Ablenkung. Ich komme gleich. Wer ist da? Oh, Julia, komm schnell her, sonst verpasst du was. Was denn? Oh, wie süß. Ist die nicht drollig? Und was für ein weiches Fell sie hat. Das ist das süßeste und zutraulichste Kätzchen, was ich je gesehen habe. Das gefällt dir was? Phase 2, der Fluchtexperte. Ha!
Wenigstens funktionierte Phase 1. Oh, wer war das? Lass uns kurz die Käfige kontrollieren. Es fehlt keiner. Jetzt wurde auch noch ein Gnocchi eingesperrt. Und Coco konnte die Käfige nicht öffnen. Oder konnte er es vielleicht doch? Bitte. Danke. Wenn er das hier zusammendrückte, dann bewegten sich diese Dinger und entriegelten die Tür. Hatte er etwas vergessen? Zum Beispiel den Querriegel ganz oben? Er war ganz sicher, dass es vorhin rausgerutscht war. Vielleicht musste er nicht schieben, sondern ziehen. Die dritte Phase hatte Coco nicht bedacht, wie man hier ungesehen hinauskäme. Würdest du bitte mal nachsehen, was sie so unruhig macht? Keine Sorge, es ist nur unsere Putzfrau. Oh, die Putzfrau? Schnell, halte sie auf, ich muss sie noch bezahlen. Tja, zu spät, sie ist leider schon weg. Ein Schritt fehlte noch, um Kokos Plan zu vollenden. Und nun, da Hector sich wieder würdevoll fühlte, konnte Coco zu seinem Spiel zurückkehren. Und Hector konnte dazu zurückkehren, die Würde der Eingangshalle zu verteidigen. Coco war jetzt klar, dass er nicht nur mit Lebensmitteln das Zusammenfügen üben konnte, sondern mit allen Gegenständen. Willkommen, Leute, bei der 14. Tütenpack-Olympiade! Unsere Teilnehmer wärmen sich jetzt auf, bevor der Ausscheidungswettkampf über 3 Runden beginnt. Hör mal, es geht nicht darum, ob du gewinnst oder verlierst. Es geht darum, wie du die Sachen einpackst. Nun geh schon. Ich drück dir die Daumen. Auf die Plätze. Fertig. Einpacken. Gib einfach in der nächsten Runde dein Bestes. Auf die Plätze, fertig, einpacken. Ich bin fertig. Das ist ein kaputtes Ei. Damit scheidet der Teilnehmer aus. Coco macht es großartig. Unsere harte Arbeit scheint sich auszuzahlen. Der Affe wird immer besser. Aber keine Sorge, ich werde das hier gewinnen. Und los geht es. Jetzt sind nur noch diese beiden übrig. Als Vertreter von Primamarkt, der schnellste Einpacker auf dieser Seite vom Tisch, der tollkühne Vorjahressieger Rodney!
Und als Vertreter vom Allesmarkt, ein tollkühner Affe, der kämpferische Einpacker auf der anderen Seite des Tisches. Coco! Einpacker, seid ihr bereit? Ja, bereit zu gewinnen. Auf die Plätze. Fertig. Einpacken. Oh nein, eine Schinkendose. Die Bestie aller Fleischkonserven. Du musst mit System packen, Coco. Coco wurde klar, dass Schinken und Käse immer großartig zusammenpassen. Ja, geschafft! Ich hab gewonnen! Und der Gewinner ist... Rock! Nein! Coco! Ich freue mich für dich! Toller Wettkampf, Coco. Aber wieso kannst du auf einmal so gut packen? Oh, ich bin beeindruckt. Schade, dass es keinen Platz für deine Trophäe gibt. Er musste zählen, wie viele Karottensamen ausgesät worden waren. Und dann musste er dieselbe Zahl Karotten aus seinem Kühlschrank holen. Coco fragte sich, ob der Koch dieses Mal so glücklich wie der Schuster sein würde. Ich gehe hinauf, um den Garten zu gießen. Ach, Nettie, ich finde, wir sollten das Restaurant schließen, bis das Gemüse gewachsen ist. Oh nein! Wir können doch welches im Geschäft kaufen, ne? Aber dann schmeckt es doch nicht appetitofrisch. Oh, seht doch, Nettie! Gnocchi, seht doch! Nicht zu glauben, es ist ein Karottenwunder geschehen! Das ist unmöglich, Herr Appetito. Karotten können nicht über Nacht aus dem Samen wachsen. Was habe ich dir gesagt? Aber es ist passiert und ich muss wissen, wie das passiert ist, damit ich es wieder passieren lassen kann. So, untersuchen Sie meine Erde. Ich bin die eine Pizza. Also gut, ich werde ein paar Tests durchführen. Kann ich die Karotte behalten? Nein, tut mir leid. Die brauche ich für die Suppe. Oh, Coccolino, sieh dir die Karotten an, die wir gestern ausgesät haben. Sie sind schon gewachsen. Weißt du was? Solange ich mein frisches Gemüse habe, werde ich mein Restaurant nicht schließen müssen. Coco hatte das Gefühl, er würde ein gutes Heinzelmännchen abgeben. Aber ich frage mich, wieso die Auberginen und die Kürbisse nicht gewachsen sind. Oh, die Auberginen und die Kürbisse hatte er ganz vergessen. Später werde ich noch die hier aussehen. Wenn es wieder funktioniert, werden wir morgen Erbsen haben und außerdem Rucola. Aubergine, Kürbis. Aber wo waren Erbsen und Rucola? Wie konnte Coco ohne frisches Gemüse ein Heinzelmännchen sein? Ah, hallo, Frau Professor Weisheit. Was? Unsere Erde ist eine ganz normale Erde? Nein, ich weiß noch nicht, ob es wieder passiert ist. Oh, Nettie,
es ist wieder passiert. Wir haben eine Aubergine, wir haben Kürbis. Komm, es dir ansehen. Kürbis und Aubergine? Ich komme sofort zu Ihnen. Machen Sie keine Suppe. Einstein, Pizza. Wir treffen uns unverzüglich in Appetitos Restaurant. Laden Sie uns ein? Wir werden nicht zum Essen, sondern als Wissenschaftler dort sein. Coco, hast du etwas, wobei ich wirklich nicht wüsste, was mit unserem ganzen Gemüse angestellt? Du fütterst einen Schuster aus dem Märchenbuch? Haben Sie auch eine Dose Erbsen ausgesät? Jetzt wachsen sie schon aus Dosen. Nettie, ruf die Fernsehnachrichten an! Na, wie schön. Hallo alle zusammen. Also, die hier gehört wohl mir. Sehen Sie, Coco wollte Heinzelmännchen sein. Du hast das getan, damit ich schnell wieder frisches Gemüse habe. Oh, Nettie, unser Garten hat gar keine Zauberkräfte. Aber dafür haben deine Kochkünste Zauberkräfte. Wo du recht hast, hast du recht, das stimmt. Ich bin großartig. Ich werde aus dem ganzen Gemüse hier Mittagessen für alle kochen. Kommt, meine Freunde, ihr seid alle eingeladen. Ich habe Hunger. Eine gute Suppe. Hoch mit Kulisse 3. Die Show ging weiter. Und weiter. Und weder Coco noch Bill verpassten einen einzigen Einsatz. Aber die schwierigste Nummer sollte erst noch kommen. Jetzt! Draußen auf dem Rasen sieht man sie gern grasen. Ob Sonne oder Regen. Es läuft super. Wir haben nur noch einen großen Einsatz vor uns, weißt du noch? Die Milch ist wichtig, auf Steaks verzichte ich. Denn meine Kuchen. Erstens Konfetti, zweitens Vorhang, drittens Falltür, viertens Kulisse, fünftens Vorhang. Verstanden? Aha! Alles aus dem Euter, ob mit, ob ohne Kräuter, als Sahne, Joghurt. Oh, was, wenn jemand darüber stolpert? Alles, was sie frisst, bleibt nicht mehr, was es ist. Wird süße Eiscreme und. Ich hab's! Coco, zieh dir Falltür 3C! Aha! Nein, 1C! Nein! Das war seltsam. Bill war doch sonst so zuverlässig. Ribbit? Ribbit, Ribbit, Ribbit. Ich kann's nicht. Noch eine Minute. Alles aus dem Euter, ob mit, ob ohne Kräuter, als Sahne, Joghurt, Butter oder Quark. Wo steckt er nur? Liebes Stinktier, bitte besprüh mich nicht. Meggen liebt sie sehr, ihr Schwanz schwingt hin und her. Ich drück kaum zu und hab im Nu den ganzen Eimer voll. Okay, atme ruhig und ganz normal. Wow! Bei Neptuns Unterhosen! Ein Stinktier! Erschrecken Sie es bloß nicht! Coco wusste, dass das Stinktier jeden Moment lossprühen und die Show gefährden konnte. Er wusste aber auch, dass die Show weitergehen musste. Bitte, regen Sie das Stinktier nicht auf! Es wird sprühen, es wird sprühen! Also konzentrierte sich Coco so gut er konnte. Sie frisst bei jedem Wetter Gras und grüne Blätter und lässt dich von mir melken, strüpf, strüpf, strüpf. Und zählte 1, A, B, C. Sie
ist ne Rasse, reine Spitzenklasse. Und keiner kann so viel wie meine wunderbare Kuh. Hallo, ich wollte ein paar Froschrufe imitieren. Und los geht's. Ribbit, 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 Coco, du warst grandios. Du warst der beste Bühnenarbeiter aller Zeiten. Und das war's auch schon. Und alle verbeugen, ihr zwei Bühnentechniker auch. Wisst ihr, wegen des ganzen Chaos hatte ich keine Zeit daran zu denken, Angst zu haben. Also hatte ich auch keine. Kompliment, das waren prima Froschrufe, die würden auch einem Frosch gefallen. Ach, das sagen sie nur aus Höflichkeit. Herr Knie verband die Rohre wieder miteinander. Dann blieb noch eine letzte Sache zu tun. Na, kleiner Lehrling, möchtest du gerne das Hauptventil öffnen, damit alle wieder Wasser haben? Nein, öffnen! Links herumdrehen. Hector war sich nicht sicher, ob es gut wäre, Coco solche Dinge beizubringen. Coco, hättest du denn gern ein kleines Boot oder eine hübsche Ente? Gut, ich kauf's dir morgen früh. Du räumst auf, damit ich dir jetzt sofort Spielsachen kaufe? Wenn du den Geschirrspüler benutzt, schabst du zuerst die Essensreste von dem... Coco, unser braver kleiner Affe, tat genau das, was er versprochen hatte. Dieses Mal floss das Wasser aus dem Geschirrspüler raus. Wieso? Herr Knie musste irgendeine Verstopfung übersehen haben. Bloß gut, dass Coco ihm so aufmerksam zugeschaut hatte. Rechts herum dreht man das Wasser ab. Er tat alles, was Herr Knie getan hatte, aber er fand keine Verstopfung. Wenn die letzte Verstopfung bis zur Küche gewandert war, war diese Verstopfung vielleicht nach unten gewandert. Diese Arbeit war eindeutig zu schwer für einen Affen allein. Er holte lieber den Mann mit dem gelben Hut aus dem Geschäft zurück. Da er ein guter Klempner war, öffnete Coco das Hauptwasserventil wieder, damit alle Leute Wasser hätten. Allerdings vergaß er, dass er die Hähne in ihrer Wohnung noch nicht wieder zugedreht hatte.
Hector war erleichtert. Jetzt, da Coco fort war, konnte eigentlich nichts mehr ins Wasser fallen. Rohre sollten immer ordentlich und fest verschlossen werden. Oh, Coco, als du mich gebeten hast, mit nach Hause zu kommen, hatte das etwas mit dem Wasser zu tun, das von unserem Balkon strömt? Oh, haben Sie schon den Klempner gerufen? Stimmt etwas nicht? Ich war auf dem Dach und habe die Tauben gefüttert. Heiliges Kellergespenst! Hector! Ach, herrje, ich habe die Ursache gefunden. Du kannst doch keine Essensreste in den Geschirrspüler werfen. Und von jetzt an überlässt du die Klempnerarbeiten bitte dem Fachmann. Und damit meine ich mich. Nun, da seine Tage als Klempner vorbei waren, genoss Coco ein schönes, heißes Bad mit seinem neuen Badewannenspielzeug. Diese Ente würde garantiert nie durch den Abfluss passen.